Ein Hallo und willkommen zur Folge 500. Ja, passend zur Jubiläumsnummer legen wir doch gleich mal motiviert los. Zu motiviert, ha? Klingt so, als wäre die Traktionskontrolle entweder gar nicht vorhanden oder zumindest mal im Urlaub. Aber in dem Sinne, Ampel ist grün, jetzt geht's richtig los. Eines jener wenigen, denen man vertraut. Hier sind wir mit Dennis im LKW unterwegs, achtet hier auch mal wieder auf die Radiomusik. Meine Küche. Ja, immer wieder Kurven schneiden, aber wisst ihr was, das war noch ein Anfänger. Bescheuert? Denn Profis machen das dann so. Ey, ganz ehrlich, da fällt auch mir keine sinnvolle Erklärung mehr für ein. Drum, ja, lieber mal schnell weg. Der Einsender sagt, wir würden hier 115 km/h fahren. Für den Winter begonnen. Das ist eine der Prioritäten unserer heutigen Arbeit. Ich verstehe, dass unsere Partner in den Unfreunden. Und abgesehen davon, dass das ja sowieso schon 15 zu schnell sind, sollte man vor allem ja bei wechselhaften Wetterbedingungen und Strecken mit Wildwechsel dreimal überlegen, welche Geschwindigkeit man denn nun wirklich wählt. Alter! Dein Ernst? Komm, fahr! Das ist 50, wenn ich mich nicht täusche. Dann könnt ihr mal schauen, wie schnell das war. 118 waren das. Ja, aber mit überschrittener und unangepasster Geschwindigkeit kennen wir uns ja aus. Der Einsender sagt, hier sei Tempo 80 erlaubt, ziemlich nasse Straße. Guck mal, der hat gesehen. Jimmy, lass auf! Das ist dann wohl ein Paradebeispiel für Aquaplaning. Gute Nachricht, nur Blechschaden, allen Beteiligten geht's hier gut, das ist immer die Hauptsache. Aber man sieht halt immer wieder, die Physik lässt sich am Ende des Tages halt nicht verarschen. Drum passt eure Geschwindigkeit unbedingt den Witterungsverhältnissen an. Gut, und was natürlich auch immer hilft, guter Reifenzustand mit ausreichender Profiltiefe oder halt auch guter Reifenzustand generell. Aber trotzdem sind das auch einfach Videos, die ich nicht verstehe. Sein Vorderreifen war schon platt, als er von hinten ankam. Man sieht ja gut, wie das Auto hier komplett nach rechts runterhängt. Das muss man doch bitte schön vorher schon mal merken. So wie das Auto hier in Seilen hängt, ist er vermutlich schon die ganze Zeit am Gegenlenken, damit das Auto doch überhaupt noch geradeaus fährt. Also ich bin echt immer wieder damit überfordert, nachzuvollziehen, was solche Leute sich dabei eigentlich denken. Was er dann aber glücklicherweise hier Gold richtig macht, er reagiert nicht über, er bremst nur leicht, würde schon fast sagen, er lässt sich eigentlich nur ausrollen. Und das ist bei einem Reifenplatzer Gold richtig. Mit einer starken Bremsung hingegen wird man ob der sehr abweichenden Haftungsbedingungen das Auto lediglich destabilisieren. Und ich weiß jetzt nicht, ob es Zufall ist oder ob hier irgendwas auf der Straße lag, aber da steht bereits ein weiteres Auto mit defektem Reifen. Die Ampel hier ist seit guten 20 Sekunden rot. Das war rot, ne? Rot? Ja, rot ist heutzutage doch völlig egal. Da vorne haben wir ein 45 km/h Auto. Und der Einsender fragt sich, ob der hier überhaupt fahren darf. Also wenn es eine Kraftfahrstraße ist, wovon ich ausgehe, dann darf er da nicht fahren, weil die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit über 60 liegen muss. Was ich mich aber zusätzlich frage, das ist ein 45 km/h Auto, aber aus der Schweiz. Es gibt europaweit wirklich unfassbar viele unterschiedliche Regelungen. Gefühlt ist es ja bei jedem Land und jeder Führerscheinklasse irgendwo wieder anders. Meine Angabe ist ohne Gewähr, aber ich denke, der darf mit der schweizerischen Führerscheinklasse F mit diesem Auto in erster Linie in Deutschland überhaupt nicht fahren. Es kann natürlich sein, dass der Fahrer hier einen richtigen Pkw Führerschein hat, ach, dann kauft man sich ja normalerweise kein 45 km/h Auto. Alle Fahrspuren hier führen ans gleiche Ziel. Aber die mittlere Spur ist wohl kurz entschlossen einfach schöner. Aber zum Thema kurz entschlossen passen eigentlich andere Videos viel besser. Achtet hier mal auf den Audi. Do you want-
Naja, aber wahrscheinlich war das ja keine kurzfristige Entscheidung, sondern pure Absicht. Das kann man doch nicht ernst meinen. Wobei andererseits, ja, es wird halt immer der schnellste Weg gesucht, koste es, was es wolle. Mann, bist du bescheuert. Mann, bist du bekloppt. Das muss man auch mal erstmal schaffen. Braucht noch wer ein Taxi? Vorfahrt nehmen ist schon uncool, aber der Einsender hat hier noch was für uns. Ja, und hier ist 40 oder was? Ja, der mag hier vielleicht zu langsam fahren. Ja, vorne den Bordstein, du F***. Aber muss man dann hier so heftig rumdrängeln? Der Ford müsste wegen was auch immer wirklich nur minimal das Bremspedal antippen. Unser Einsender wird direkt chancenlos hinten reinfahren. Ich kann ja jeden Ärger verstehen, wenn jemand rumschleicht. Aber so wie der Einsender sich hier verhält, ich find's einfach nicht clever. Hier sind wir mit Christoph und seiner Freundin unterwegs. Seine Freundin hat in der Nacht zuvor geträumt, sie hätte einen Autounfall gehabt. Daher lässt sie Christoph an diesem Tag fahren. Und es ist mir wirklich ein absolutes Rätsel, wie der VW uns hier übersehen konnte. Eigentlich geht das gar nicht. Aber sagt, was er wollt, Einsender Christoph hat hier auf jeden Fall richtig gut und vor allem schnell reagiert. Aber hat hier jemand schnell gesagt, wir fahren hier 100 km/h. Um die Geschwindigkeit von dem Typen zu berechnen, waren hier nicht genug Referenzpunkte, aber bei durchgezogener Linie blind in die Kurve rein und so schnell, dass er nur dank einer Vollbremsung nicht in den Vordermann reinfährt. Einfach nur wow. Ja, aber dass dann gleich noch mehr oder weniger ähnlich blind weiter überholt wird, wundert mich bei solchen Leuten dann auch nicht mehr. Und die Frage ist halt, wenn es denn mal schief geht, braucht es dann eigentlich noch ein RTW oder ist dann gleich alles vorbei? Und der Vordermann denkt sich wohl, hey, der Rollerfahrer ist zwar direkt vor meiner Nase hingefallen, aber einfach mal nachfragen, ob alles in Ordnung ist, pff, nach mir die Sinnflut. Aber immerhin, unser Einsender, der kümmert sich hier wenigstens, dem Fahrer ist auch nichts passiert, der Roller war hingegen hinüber und hat Öl verloren. Ob die Besatzung des RTW das überhaupt mitbekommen hat und wie das hier alles geregelt wurde, dazu habe ich leider keine Info. Der vor uns hier hat es offensichtlich mal so richtig eilig hier. Unser Einsender sagt, er hätte einmalig gehupt. Er wusste aber bei der Auswertung nicht mehr genau, wann da seine Aufnahme stumm war. Jetzt wird erstmal schön der Bordstein mitgenommen. Aber warum diese merkwürdige Fahrweise eigentlich? Ja, der Fahrer war wohl angeblich am Handy. Aber wisst ihr, wofür dann trotzdem immer noch Zeit ist? Den obligatorischen Mittelfinger. Unser Einsender sagt, er hätte beim Spurwechsel des Audi hier vor ihm einmalig Lichthupe gegeben und ja, es mag sein, dass der in unseren Sicherheitsabstand reingefahren ist, das stimmt schon, aber das Video zeigt halt trotzdem, warum ich Warnzeichen nicht überinflationär nutzen würde. Dass das Ausbremsen hier natürlich nichtsdestotrotz eine glasklare Nötigung ist und dass der für diese Aktion normalerweise viele Monate den Führerschein verlieren würde, das steht natürlich dennoch außer Frage. Drum, zur Abwechslung mal, oh, ein Pannenfahrzeug. Unser Einsender hat jetzt hier angehalten, um schieben zu helfen. Ein weiterer Passant beteiligt sich ebenfalls und sie befördern das Auto hier von der Straße runter. Schön, dass es so im Straßenverkehr auch noch funktionieren kann. Also das war ja mal gar nicht rot, aber während der Fußgänger hier noch geht, ist das bei anderen Passanten dann wohl, ja. Auch da reicht meine Logik für eine plausible Erklärung nicht mehr aus. Drum, ab zu den erklärbaren Dingen. Der Zug ist durch, ach, da ist mir die Ampel doch egal. Oder aber auch... Hallo? Was hat die denn auf? Boah, 3 Sekunden rot, das ist doch trotzdem noch grün, oder was denken sich manche? Aber komm, hier gibt's noch ein bisschen Verwirrung für euch. Wir wollen hier rechts abbiegen. Ey, rechts abbiegen. Wo unser Einsender hier hinfährt, blickt zurück. Oh, Einfahrt verboten. Oh,
Und ja, nicht wir sind hier falsch, sondern der Audi ist hier falsch. Dass diese Kreuzung aus unserer Onboard-Perspektive durchaus ein bisschen verwirrend sein kann, kann man ja verstehen, vor allem, weil man nicht ortskundig ist. Aber der Gegenverkehr hier, der hätte da nicht drauf reinfallen dürfen. Wir sehen es hier bei Gegenlicht zwar nicht gut, aber da sind ja eindeutig Markierungen auf der Fahrbahn, dazu halt auch die durchgezogene Linie. Da hat der Audi wohl einfach mal komplett rumgeträumt. Drum würde ich sagen, genug geträumt für heute. Wer jetzt aber noch mehr möchte, links ist noch eine weitere Dashcam-Folge für euch verlinkt. Klickt einfach drauf, dann kommt er dahin. Ansonsten, ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Auf die nächsten 500 Folgen. Und ciao.